Willkommen aus München, wo wir uns heute das Sony Xperia E1 Dual anschauen. Ein günstiges Einsteiger-Smartphone für rund 120 Euro, erhältlich in drei Farben: Weiß, Lila und Schwarz. Und wir sind auf der Rückseite, dort sehen wir eins von zwei Features, mit denen es besonders beworben wird. Nämlich als Smartphone, als Walkman-Smartphone. Das heißt, Musik spielt ja eine große Rolle. Bis zu 100 Dezibel soll der Lautsprecher bringen. Und das zweite, das ist die Dual-SIM-Funktion. Ich zeige euch das direkt mal. Wir machen die Rückseite auf. Das geht hier unten. Nehmen dann den Akku raus und finden dort Platz für gleich zwei normal große SIM-Karten. Das ist insofern praktisch, als dass ihr sehr, sehr gut zwischen Arbeit und Privat trennen könnt oder zwischen Telefon und Datenflat, je nachdem, was ihr denn so vorhabt. Wie gesagt, zwei normal große SIM-Karten. Hier oben kann dann noch eine Micro-SD-Karte rein, um den internen Speicher, der 4 GB beträgt, um maximal 32 GB zu erweitern. Wir machen das Stück wieder zu, legen also den Akku rein. Hier unten sehen wir dann auch noch den Lautsprecher. Der sieht hier natürlich noch ein bisschen breiter aus. Das hier ist er dann aber wirklich. Bevor wir uns die Features mal genauer anschauen, gehen wir rund um das Gehäuse. Hier hinten finden wir die Polycarbonat-Rückseite, die, ihr habt es schon gesehen, wechselbar ist. Den Lautsprecher, hier einen Xperia-Schriftzug, das Sony-Branding und hier haben wir die Hauptkamera. 3 Megapixel-Videos können wir in 800x600 Pixel aufnehmen. Ein Sekundärmikrofon, ein zweites zur Geräuschunterdrückung. Auf der rechten Seite finden wir die Ein-Aus-Power-Taste. Das ist diese hier, im typischen Sony-Design gehalten und darüber die Lautstärkewippe. Beide Tasten sitzen fest und haben einen guten Druckpunkt. Auf der linken Seite finden wir dann noch den Micro-USB-Anschluss. Und was wir hier sehr schön sehen, ist, dass wir das Design aufgreifen, das die Xperia-Reihe sowieso hat. Das heißt, ein Rahmen, der hier komplett rumgeht und dann diese Zwischenstücke andersfarbig gehalten. Auf der Oberseite eine von zwei Besonderheiten. Hier haben wir nämlich, eben haben wir schon die Dual-SIM-Version gesehen, hier haben wir den Walkman-Button. Extra zur Musiksteuerung schauen wir uns gleich natürlich noch an. Daneben den 3,5 mm Klinkenstecker, hier kommt dann das Headset rein. Auf der Unterseite gibt es dann nicht mehr viel. Hier unten noch die Öffnung, wo wir eine Schlaufe reintun können. Und außerdem machen wir hier auch die Rückseite ab. Wir wechseln mal nach vorne und sehen hier unten direkt das Mikrofon zum Telefonieren. Und hier oben sehen wir noch eine Hörmuschel und einen Sony-Schriftzug. Gut, wir schalten das Gerät einfach mal an. Da ist es schon. Und jetzt sehen wir den Sony Bootscreen. Das Teil läuft mit Android 4.3 Jelly Bean. Natürlich legt Sony aber die Xperia UI drüber, damit man sich so ein bisschen von anderen Herstellern abheben kann. Hier sieht man das schon. 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor ist verbaut, und zwar der Qualcomm Snapdragon 200. Und 512 MB RAM sind ebenfalls mit dabei. So, wir sehen hier den üblichen Lockscreen, den wir schon von älteren Geräten kennen. Und vorher müssen wir natürlich noch die verschiedenen PIN eingeben. Wir können hier auch direkt unterscheiden zwischen SIM 1 und SIM 2. Probieren wir das einfach mal aus. Der stimmt. Der stimmt sehr, sehr gut. Das Gerät ist entsperrt. Hier oben sehen wir gleich schon, zwei SIM-Karten sind aktiv. Ziehen wir das Ganze herunter, sehen wir die normale Benachrichtigungsleiste. Hier unten laufen dann so verpasste Anrufe, SMS, E-Mails und so weiter zusammen. Außerdem sehen wir unsere beiden Netzbetreiber, Uhrzeit, Wochentag und Datum und momentan noch fünf verschiedene Shortcuts. Diese können wir in den Einstellungen ändern, falls uns das zu wenig ist. Wir gehen ganz einfach auf Personalisierung und auf Schnelleinstellung. Verzeihung, hier kann ich dann die Reihenfolge ändern, einfach festhalten und woanders hinziehen. Ich kann manche deaktivieren und weitere aktivieren. Wir schauen mal, wie weit das geht. Maximal 10 Stück sind es. Reiht sich dann hier in zwei Reihen fünf verschiedene Shortcuts an. Wenn es nur 9 sind, dann regelt sich das so. Und das geht dann runter. 6. Und ab 5, na, sind wir dann wieder in einer Reihe. 2 maximal, geht dann schon eine Menge Platz verloren, aber es ist halt praktisch. Man kann hier nicht nach links und rechts wischen, wie man es bei anderen Smartphones kennt. Finde aber, 10 sind absolut ausreichend. Gut, so viel dazu. Ansonsten sehen wir die typische Sony-Oberfläche. So kann ich mir dann die verschiedenen Seiten einrichten, einfach die Finger zusammenziehen und dann Widgets, Apps, Hintergrund oder Design ändern.
Das geht ziemlich einfach. Einfach draufballern, vielleicht die Seite ändern, vielleicht eine neue Seite hinzufügen. Hier kann ich verschiedene Seiten auch wieder löschen oder per Klick auf das Haus als Haupt-Homescreen festlegen. Das Ganze geht hier natürlich auch mit verschiedenen Verknüpfungen oder wenn ich möchte, dann kann ich hier auch Widgets draufknallen. Zum Beispiel die Schnelleinstellungen für alles Wichtige. Ich kann sie natürlich auch festhalten und hinziehen, wie ich das denn gerne hätte. Gut, wichtig ist natürlich die Telefonfunktion, wenn wir schon eine Dual-SIM-Variante haben. Wie schaut das Ganze aus? Das ist der normale Dialer. Hier sehe ich, wen habe ich in der Vergangenheit angerufen, wer hat mich eventuell angerufen. Und hier kann ich dann ganz normal die Nummer wählen. Sehr, sehr klug gelöst ist es, dass ich hier zwei Anrufbuttons habe. Nummer 1 wie Netznummer 1 und Nummer 2 für Netznummer 2. Da solltet ihr euch natürlich im Klaren sein, welches ist denn jetzt welche Nummer. Wenn ich also auf der 1 meine Telefonflat habe, dann klicke ich auf 1 und rufe mit Nummer 1 an. Das sehe ich hier oben links auch nochmal, wollen wir uns jetzt aber nicht genauer anschauen. Ich denke, das habt ihr verstanden. Wie sieht es denn bei den Nachrichten aus? Neue schreiben, an wen auch immer. Und auch hier habe ich dann wieder zwei verschiedene Button. Einmal für die 1 und einmal für die 2. Auch hier ist es also wieder wirklich sehr, sehr klug gelöst. Wir schauen mal, was in den Einstellungen dazu zu finden ist. Nicht in den Helligkeitseinstellungen, sondern auch nicht hier. Wo habe ich sie denn jetzt eben hingeschoben beim Rumspielen? Na gut, dann gehen wir halt einfach ins Menü, dort zur Einstellung. Und hier haben wir dann die duale SIM-Einstellung. Jetzt kann ich erstmal schauen, welche der Karten möchte ich denn aktivieren. Nur die eine, vielleicht auch zwei. Ihr seht, das Ganze braucht dann eine Sekunde. Dann muss ich die PIN wieder eingeben. Und dann ist auch diese Nummer wieder aktiv. Wenn ich möchte, dass die eine SIM zum Beispiel, ich weiß es nicht, privat heißt. Okay. Und die andere Arbeit, wie ich das denn gerne hätte, dann kann ich das hier ganz normal einstellen. Damit ich dann später auch genau weiß, welche ist denn jetzt welche. Außerdem kann ich hier einstellen, welche Karte möchte ich denn für die Datenübertragung nehmen. Ist es die Arbeitsflat? Ist es die Arbeitskarte, auf der ich auch meine Internetflat habe? Oder vielleicht die private? Kann ich hier einstellen und dann gehe ich automatisch über diese Karte ins Netz. Außerdem, ständige Erreichbarkeit lässt sich hier aktivieren. Anrufe an eine andere SIM-Karte weiterleiten, wenn eine SIM-Karte nicht erreichbar ist. Ich glaube, das verstehen wir. Ist SIM-Karte 1, warum auch immer, nicht erreichbar, dann kann ich das Ganze an SIM-Karte 2 weiterleiten. Das sind all die wichtigen Funktionen. Ich glaube, das haben wir verstanden. Deswegen müssen wir da jetzt auch gar nicht weiter quatschen. Wir entfernen diese Sachen hier mal wieder und schauen uns das zweite an. Die zweite Besonderheit, das ist die Musik. Und jetzt könnten wir ins Menü gehen oder aber wir klicken ganz einfach auf die Walkman-Taste. Ihr seht, ein kurzer Klick sorgt direkt dafür, dass Musik abgespielt wird. Halte ich das Ganze länger gedrückt, lande ich direkt in der Walkman-App. Das Ganze geht auch, ich zeige euch das ganz kurz, auf dem Lockscreen. Einmal kurz drücken. Und schon landen wir direkt hier oben in der Steuerung. Können zwischen den verschiedenen Liedern hin und her wechseln, Pause machen und so weiter. Die Taste kann mit einem einfachen Drück dafür sorgen, na, dass es direkt weitergeht oder dass Pause ist. Wir können außerdem auch Tracks skippen. Sehr, sehr praktisch, diesen Schnellzugang zu der Musikwiedergabe, wie ich finde. Denn Musik wollen wir alle hören und es spart uns halt wenigstens einen Klick. Gut, wollen wir doch mal schauen, was das Teil nun wirklich kann. Die App finden wir natürlich auch unter Walkman im normalen Menü. So ist die App aufgebaut. Wir können hier von links nach rechts wischen und dann können wir unterteilt sehen, Interpreten, Alben, Musiktitel und Playlists und wenn ich mit dem Internet verbunden wäre, auch noch viel, viel mehr. Alben. Gut, wir suchen uns einfach mal ein Lied. Und drehen ganz auf. Was ihr hier unten seht, das ist noch eine kleine LED, die leuchtet immer bei, zum Beispiel, wenn wir Fotos anschauen oder wenn wir was wiedergeben.
Ich finde, für diese Preisklasse ist der Lautsprecher schon wirklich sehr, sehr gut. Er ist wirklich ordentlich laut. Sony bewirbt das mit ungefähr 100 Dezibel und damit lauter als ein Motorrad. Das sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Es ist auf jeden Fall ordentlich laut und damit einen 20 Quadratmeter Raum locker zu beschallen. Die Qualität geht außerdem vollkommen in Ordnung. Man darf hier natürlich nichts großartig Prächtiges erwarten, denn es sind 120 Euro und auch wenn man sich auf Musik spezialisiert, ist hier natürlich keine 5.1 Heimanlage, die ersetzt wird, aber es ist für so ein Smartphone wirklich schon sehr, sehr laut. Die Mitten sind okay, Höhen und Tiefen sowie Bässe lassen sich natürlich verbessern, aber gesagt, für dieses Smartphone ist das wirklich richtig gut. Wir können zwischen den Tracks hin und her wechseln. Ihr seht, dass ein Doppelklick auf die Walkman-Taste springt dann zum nächsten Lied. Ein einfacher macht Pause oder eben weiter. Was sollen wir noch sagen zum Aufbau? Natürlich Start, Next Song oder vorheriger. Ich sehe hier unten die Laufzeit und kann vor- und zurückspulen. Soll das Ganze zufällig wiedergegeben werden, ja oder nein? Und soll es wiederholt werden? Alle, ein Track oder eben gar nicht. Hier oben kann ich nochmal die Reihenfolge der Playlist sehen und kann diese natürlich verändern. Über die drei Punkte kann ich noch Clear Audio Plus einstellen, was dem Ganzen nochmal einen besseren Sound verleiht. Man hört es tatsächlich. Musikinfos herunterladen, Musikinfos bearbeiten, was ist das? Hier sehe ich dann zum Beispiel den Interpreten, wie heißt das Lied, das Album, aus welchem Jahr und aus welcher Musiktitelnummer. Das Ganze kommt dann von Gracenote, also all diese Informationen. Ich kann Lieder suchen und ich kann den Walkman wieder verlassen. Wie gesagt, für diese Preisklasse, für dieses Smartphone ist das wirklich richtig, richtig gut. Nicht schlecht. Ansonsten haben wir natürlich noch die üblichen Apps. Gehen wir sie einfach mal kurz durch. Die Telefon-App. Telefonieren klappt natürlich immer abhängig von eurem Netzanbieter. Wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es bei Vodafone probiert und bei Telekom. Man hat sich gegenseitig sehr, sehr gut verstanden. Der Browser, den öffnen wir jetzt einfach mal, schauen wir, was wir hier so finden. Chrome haben wir hier auf dieser Seite und ansonsten gibt es auch nichts weiteres. Surfen macht absolut Spaß. Wenn ihr jetzt gerade ein gutes WLAN habt, dann ist es natürlich sowieso kein Problem und auch unterwegs über das mobile Datennetz ist hier alles vollkommen in Ordnung. Den Kalender schauen wir uns noch mal kurz an. Wie ist der aufgebaut? Wir fügen einfach mal einen Termin hinzu. Heute ist der 20. Juni, 4:29 Uhr. 20. Juni passt, 4:30 Uhr passt auch. Dann speichern wir das Ganze einfach mal und wechseln zur Tagesansicht. Und da oben kommt der Kalendereintrag auch schon. So schnell geht das Verwerfen oder Snoosen, wie ich es gerne hätte. Ja, so schaut das also aus in der Tagesansicht, in der Wochenansicht. In der Monatsansicht, in der Jahresansicht. Natürlich kann ich auch immer wieder zu den verschiedenen Tagen wechseln. Und dann haben wir noch die Terminübersicht und so schaut das aus. Hier gibt es gar nicht so viel zu schauen, deswegen gehen wir auch wieder raus. Natürlich haben wir auch eine Kamera dabei. Ich habe sie vorher schon angesprochen, 3 Megapixeln und Videos in 800 mal 600 Pixeln. Was es hier zu sagen gibt, es gibt keinen Autofokus, wenn ich das mitbekommen habe, richtig. Und ihr seht das schon. Ich kann auch nicht dahin klicken. Da tut sich nichts. Das heißt, ihr müsst am besten Glück haben und das Teil so hinlegen, dass es scharf aussieht. Dann könnt ihr auslösen. Ihr seht, das dauert immer so 1, 2, 1,5 Sekunden. Und dann geht das schon klar. Wir haben hier unten links die Einstellungen und können hier den Selbstauslöser einstellen, ein Auslösen bei Lächeln und eine Bildvorschau. Bei Videos können wir den Selbstauslöser und das Mikrofon aktivieren oder deaktivieren und in den Einstellungen, was soll beim Schnellstart passieren? Neu starten, starten und fotografieren, starten und Video aufnehmen oder einfach gar nichts. Geotags, möchte ich also meine Fotos mit einem Tag versehen, damit ich später noch weiß, wo ich das gemacht habe, möchte ich die Bilder automatisch hochladen. Und was ist Touch-Fokus? Das klingt jetzt so, als könnte ich damit fokussieren, aber es bedeutet einfach nur, dass ich ein Foto per Touch auslösen kann. Es ändert sich also nicht viel zur vorherigen Funktion. Lautstärke-Taste, möchte ich damit ranzoomen?
Möchte ich vielleicht die Lautstärke ändern oder Verschluss? Lautstärke-Taste. Und ihr seht es schon, Verschluss bedeutet ganz einfach auslösen. Verschlusston an oder aus. Na, da sind wir wieder. Verschlusston ein. Und jetzt hören wir doch mal. Okay, ich muss mal gerade wieder lauter machen. Ändern wir das mal. Lautstärke-Taste für den Zoom verwenden. Okay. Gehen hier mal raus, ändern das Profil auf laut und probieren das Ganze dann noch einmal. Also, Verschlusston. Das ist er. Wirklich nicht aufdringlich oder ähnliches. Wo möchte ich das Ganze speichern? Auf dem internen Speicher oder auf der SD-Karte? Die Wahl habe ich hier außerdem noch. Verschiedene Modi habe ich. Ich habe zu dicke Finger außerdem noch und komme immer auf die Home-Taste. So, verschiedene Modi habe ich hier noch. Automatische Motiverkennung, manuell, Bildeffekt oder Schwenkpanorama. Da kann ich dann noch ein bisschen was Besonderes machen. Wenn ich mal zu manuell rübergehe, dann habe ich hier verschiedene Szenen noch, die ich einstellen kann, verschiedene Belichtungen und auch in den Einstellungen finde ich mehr. Die Auflösung, in welcher Größe soll das sein? 3 Megapixel und dann 4 zu 3 Format oder 2 Megapixel und 16 zu 9. Selbstauslöser und so weiter. Einen HDR-Modus habe ich hier, einen Bildstabilisator und in den weiteren Einstellungen, dort ändert sich nicht so viel. Wir wechseln mal rüber zur Videokamera und hier sehen wir schon maximale Auflösung SVGA 800x600 im 4 zu 3 Format. Das 4 zu 3 Format erklärt auch, warum wir hier diesen ganzen Rest des Suchers, des Displays nicht ausfüllen. Es ist halt das 4 zu 3 Format. Gut, ich denke, das soll es mal gewesen sein mit der Kamera. Was gibt es denn sonst noch? Natürlich noch das Display. Wir gehen einfach mal kurz ins Album und schauen uns hier ein paar Fotos an. So. Gut, das Display ist insgesamt 4 Zoll groß, ist ein TFT-Display und löst mit 800x480 Pixeln auf. Das ist die Größe, die auch ein iPhone hat, ein iPhone 5S. Und wenn ihr mich fragt, dann geht das vollkommen in Ordnung. Das Display ist knackig scharf, die Farben sind realistisch und für diese Preisklasse geht das wirklich richtig in Ordnung, ist wirklich gut. Gucken wir uns noch schnell ein paar Apps an. Gibt es hier irgendwas, was unscharf ist? Irgendwelche Pixel zu erkennen? Ja klar, wenn man hinschaut, dann schon. Aber wer macht das denn auch? Wie gesagt, in dem Preisbereich, da geht das vollkommen in Ordnung. Gut, was haben wir denn sonst noch Interessantes dabei? Track-ID, das ist ein Dienst, der euch hilft, Musik zu erkennen. Ihr seid im Club zum Beispiel oder hört im Radio ein Lied, dann aktiviert ihr das ganz einfach und das Handy hört mit und erkennt im besten Falle das Lied und ihr könnt es euch anschauen, Interpret, wie heißt das und es euch kaufen. Taschenrechner ist jetzt nicht so spannend. Smart Connect ist noch eine ziemlich coole Funktion. Ihr könnt nicht verschiedene Funktionen oder Ereignisse auslösen, wenn ihr beispielsweise das Ladegerät anschließt, Kopfhörer oder Headset. Gut, wir sind beim Ladegerät zum Beispiel und wenn ich möchte, dass das Ladegerät eingesteckt wird, dann soll Folgendes passieren. Zum Beispiel eine Anwendung starten, und zwar Wecker und Uhrzeit. Hier oben kann ich nochmal den richtigen Zeitraum einstellen. Also Anwendung starten, Wecker und Uhr und es soll lautlos werden und Endaktion, wenn das Ganze wieder vorbei ist, dann kann ich mir etwas hiervon aussuchen. Zum Beispiel Anwendung starten, Verknüpfung, Webseite öffnen, zum Startbildschirm wechseln, Titel abspielen. Das heißt, ihr könnt euch direkt wecken lassen. WLAN ein, aus, Helligkeit regulieren und so weiter. Finde ich ziemlich praktisch, gefällt mir gut. Und damit schauen wir mal, was wir noch so haben. Ich denke, ihr habt alle verstanden, was wir hier machen können. Es ist nichts wirklich Spannendes mehr drauf. All das, was ich hatte, was ich heruntergeladen habe, für mich noch. Gut, was können wir denn jetzt sagen? Für den Preis ein wirklich nettes Gerät. Die Kamera ist jetzt nicht wirklich besonders toll. Da könnte man auch dran arbeiten. Für einen einfachen, wirklich einfachen Schnappschuss reicht das einfach.
Die Features, für die es angekündigt wird, die Dual-SIM-Funktion also, funktioniert problemlos und gut und auch der Lautsprecher weiß zu überzeugen. Wer ein günstiges Smartphone sucht, mit der Xperia UI klarkommt, die ja nun wirklich nicht schlecht oder hässlich ist, die Performance ist überall vollkommen ausreichend und gut, der findet hier ein günstiges Smartphone, mit dem man auch mal Spaß haben kann. Gut, das soll es gewesen sein. Das war das Review zum Sony Xperia E1 Dual. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war's von mir. Mein Name ist Andreas Fuchs. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Macht's gut. Ciao.